Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich will euch was vorstellen. Die beste Alternative, die ich bis heute gefunden habe, und ich habe wirklich ewig gesucht, und ja, einfach um euer Handy zu koppeln und das Fahrzeug quasi, eure Lieblingsmusik und weitere Sachen direkt am Fahrzeug abzuhören. Genau, ich habe jetzt die Lösung gefunden. Natürlich setzt das auch was voraus. Und nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja Leute, ich muss euch wirklich immer noch auf die Nerven gehen. Ihr wollt es einfach nicht verstehen. Wenn euch das Video gefällt, drückt hier unten auf Abonnieren, lasst mir ein Like da, kommentiert das. Und genau, dann nerve ich euch nicht allzu lange und wir legen jetzt los. Was setzt das überhaupt voraus, dass ihr das nutzen könnt? Ihr braucht auf jeden Fall einen Kassettenspieler oder Kassetteneingang in eurem Fahrzeug oder im Radio. Ich habe Glück, ich habe das hier. Ne? Und so sieht das Gerät aus. Den Link zu dieser Kassette tue ich euch unten in die Beschreibung rein. Das hat mich jetzt 18,30 Euro gekostet. Ich mache keine Werbung für den Hersteller oder ähnliches, sondern ich finde einfach diese lästige Suche. Ich habe wirklich lange gesucht, was sollte ich machen? Sollte ich mir hier bei mir ein Android-Radio einbauen oder ähnliches oder hin und her überlegen? Dann ging das nicht. In dem Einfuhr haben sie geschrieben, geht nicht. Sascha, wegen der Bose-Anlage, wegen Lichtwellenleiter. Und dann musst du alles neu verlegen. Und wirklich, ich war so satt. Ich wollte eigentlich meine, worum ging es mir eigentlich, dass ich quasi, ich höre selten Radio beim Autofahren, aber wenn ich was hören will, dann kann ich das halt nicht. Ne? Dann muss ich halt Kopfhörer, ich habe immer Kopfhörer reingepackt und das Handy und Und dann habe ich eine Musik gehört und ja, und deswegen habe ich jetzt endlich die Lösung gefunden, deswegen will ich die euch präsentieren. Also so sieht das aus, ist eine Kassette, eine ganz normale Kassette mit so einem Kabel hinten dran und hinten da ist dieser Bluetooth-Sensor drin. Genau, das funktioniert ganz einfach. So, wir halten das jetzt mal hin. Ne? Also da ein Nachteil hat es, was ich habe es jetzt 3 Tage lang getestet, ein Nachteil hat es, das muss immer hier mit so einem Micro-USB aufgeladen werden. Ich habe leider kein Kabel dazu bekommen, aber ja, findet sich eine oder andere, oder vom Handy kann man es auch nutzen. Genau, dann muss das eingeschaltet werden. Ich tue das jetzt mal kurz einschalten hier auf diesem Knopf, hält man länger drückt. Ne? Dann leuchtet das so blau-rot, bis sich das Telefon damit verbunden hat und dann leuchtet es komplett. Einfach in die Einstellungen vom Handy reingehen, einloggen und ja, das ist dann schon verbunden. Und wie funktioniert das einfach? Ganz easy. Das heißt, wir sind jetzt gekoppelt mit der Kassette, ja, und ich könnte jetzt einlegen und dann die Musik abhören. So, genau, eingeschaltet habe ich es, ne? Und jetzt blinkt es aber so blau, das seht ihr schon. Bei mir funktioniert es folgendermaßen. Ich drücke hier länger drauf. Dann gehe ich bei mir hier auf Tape. Auf Tape, zack. Dann senkt sich bei mir der Bildschirm. Und ich leite das jetzt quasi einfach die Kassette ein. Wird dann geladen. Und hier wird das kurz eingeknickt. Aber ist nicht weiter wild, da ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Ne? Und so, jetzt kann ich am Telefon, hier bin ich verbunden. Jetzt mache ich einfach stelle ich die Musik ein und so, dass es nicht allzu laut ist. So, und jetzt hört man es so leise. Also der Klang ist natürlich ein bisschen komisch am Anfang. Und ja, deswegen habe ich dann, musste ich meine Höhen verstellen, etwas runtersenken, weil das war so, wirklich hat geklungen wie in so einer Glasschale. Also Höhen runtergesetzt, Bässe erhöht und so ist die perfekte Einstellung und ich kann quasi meine Musik genießen, die ich halt auf dem iPhone habe und alles regeln über quasi mein Lenkrad und natürlich, wenn Anrufe reinkommen, unterbricht das. Und also ich finde das ein super Gadget und ich hoffe, euch bringt es auch was. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr den Kassettenlaufwerk habt. Ja, so. Also, so ist die Funktionalität und dann einfach, also bei mir hält die Kassette ungefähr 2 Tage, 3 Tage.
also 2,5 Tage, und dann muss die geladen werden und die stöpft sich einfach neben mein Handy an mit und lade die und nehme die am nächsten Morgen wieder früh mit ins Auto mit rein, genau. Und derselbe Rückgang quasi nochmal mit entfernen, ne, raus, und dann kommt die Kassette raus. Jetzt habe ich disconnected und da ist die Kassette draußen. Und ja, das könnt ihr überall anwenden, wo eine Kassette reinpasst. Ne? Also jeden Kassettenspieler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.